Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus, Ewigkeit. Amen. Wir glaubigen, fünften Sonntag nach Ostern, der uns also auf Christi Himmelfahrt am kommenden Donnerstag vorbereitet, wo die Heilige Messe um 19.30 Uhr hier in der Kapelle stattfinden wird, mahnt uns in den liturgischen Texten einerseits lehrmäßig, wenn wir im Namen Jesu Christi bitten, ein richtiges Konzept von Christus zu haben, nämlich das von Christus denken, was man von Christus denken muss. Gleichzeitig aber werden wir auch gemahnt in der Epistel, im Jakobusbrief, vor der Gefahr der Lehren und unnützen Religion, der Lehren der unnützen Religion, die also rein äußerlich ist und nicht das gesamte innere Wesen in Mitleidenschaft zieht, das nicht Rechnung hält, was Gott für unser Heil gemacht hat, das also so sich ausdrückt, dass wir so weiterleben, wie wir eigentlich immer gelebt haben und irgendwie meinungsmäßig hinzufügen, dass wir Christen sind, dass wir Katholiken sind, meinungsmäßig hinzufügen, dass wir also in die ewige Glückseligkeit eingehen sollen, und ohne aber, dass das etwas wesentlich an unserem Leben verändert, so als ob Gott uns erlöst hätte durch einen einzigen Gedanken oder durch einen einzigen Schiedsspruch oder durch eine einzige Entscheidung, ohne jene Menschwerdung, ohne jenes 33 Jahre lang andauerndes, mühevolles und dann im Leiden und im Tod von der Auferstehung gefolgtes Leben, wenn er nicht so eben uns erlöst hätte. Da werden wir also in diesen zwei Punkten sehr wachgerufen, kurz vor Christi Himmelfahrt. Und zum ersten Punkt haben wir uns am heiligen Augustinus orientiert, der ja sagt, derjenige, der von Jesus Christus denkt, das, was man nicht denken darf, vom eingeborenen Sohn Gottes, derjenige fragt nicht in seinem Namen, obwohl er die Buchstaben und die Silben des Namen Jesu Christi also in den Mund nimmt. Ja, es sei vorweggeschickt natürlich, dass das Evangelium die Stelle unseres Herrn ist im Johannesevangelium, was immer ihr in meinem Namen bitten werdet ihr erhalten. Also so sagt der heilige Augustinus, dass derjenige, der nicht das denkt von Christus, was zu denken ist, der fragt nicht im Namen Christi, auch wenn er den Namen Christi in den Mund nimmt. Denn er betet im Namen dessen, der gegenwärtig ist in seinem Denken, aber der nicht Jesus Christus ist. Also praktisch betet sich derjenige irgendwo selbst an, betet derjenige sein eigenes Denken an, der, wenn er den Namen Christus in den Mund nimmt, nicht das denkt, was zu denken ist. Liebe Gläubige, dieser einzige Satz vom heiligen Augustinus ist ein unwiderrufliches Urteil über Zweites Vatikanisches Konzil, über den gesamten Ökumenismus, über die gesamte Religionsfreiheit, die dann gipfelt in der äußeren Manifestierung der Religionstreffen in Assisi. Also, was der heilige Augustinus uns hier lehrt, so ist eigentlich eben eine Pseudolehre eines Zweiten Vatikanischen Konziles, selbst wenn es von Christus spricht, keine christliche Lehre. Denn
ein Lehrsystem, ein Lehrgebäude, das anderen Religionen als Religionen einen Heilswert zuspricht. Eine religiöse Gemeinschaft, die diese anderen Religionen, selbst wenn sie offiziellen Teufelskult betreiben, offiziell einladet, für den Frieden in der Welt zu beten, so ist es absolut unmöglich, dass solche eine Religion, solche Würdenträger oder nicht Würdenträger, das Richtige von Jesus Christus denken. Das heißt, selbst wenn man in Assisi den Namen Christus erwähnt hat, möglicherweise sowieso nicht, aber selbst wenn er erwähnt worden wäre, es wäre nicht im Namen Jesu Christi gebeten worden, sondern nur im Namen des Denkens derjenigen, die diese Gräueltaten, die diese Apostasie an heiliger Stätte verübt haben. Nun fährt der heilige Augustinus fort und erklärt, dass derjenige, der aber denkt, was zu denken ist über Jesus Christus und in seinem Namen bittet, der erhält das, was er verlangt, aber nur dann, wenn er nichts Gegenteiliges für sein Seelenheil erbittet, und er erhält es dann, wenn es für ihn gut sein wird, und fügt der heilige Augustinus hinzu, sei wohl bedacht, er sagt, David vobis, er wird es euch geben. Und damit ist gemeint, dass wenn wir für andere beten, das zwar sehr gut ist und sehr nützlich, aber nicht deshalb ist das Gebet so für die anderen erhört, so wie es für uns erhört ist. Das heißt, wenn ich für mich das erbitte, was für mein Seelenheil notwendig ist, dann werde ich es sicher erhalten, dann, wenn es der richtige Moment ist. Das gilt nicht in gleicher Weise für denjenigen, für den ich bete. Denn er kann ja einen Widerstand zu diesem für ihn so heilsame Gnade, für die ich bete, ersetzen und somit dann diese Gnade nicht bekommen. Das ist es also, was zu bemerken ist, lehrmäßig, was es heißt, wenn man im Namen Jesu Christi bittet, dass man also das Richtige von Jesus Christus denken muss, dass man das Richtige erbeten soll, das also, was zu unserem Seelenheil notwendig ist, und dass es für uns verheißen wurde und nicht in so unfehlbarer Weise auch für den Nächsten. Nun ist hinzuzufügen, dass es trotzdem bei dieser alleinigen lehrmäßigen Kenntnis nicht verbleiben darf. Das ist wohl nicht genug. Deshalb wird auch an diesem heutigen 5. Sonntag der Jakobusbrief gelesen und dann auch der erste Brief des heiligen Apostel Petrus in der Matutin, also im Jakobus, wo es heißt, wehe euch, wenn eure Religion leer ist, seid nicht nur Hörer des Wortes, sondern seid auch Ausführer des Wortes. Denn wenn ihr nur das Wort hört, so belügt ihr euch selbst. Denn wenn einer nur das Wort hört und es nicht ausübt, ist er so gleich wie einem, der sich in den Spiegel schaut und sobald er nicht mehr hinschaut, vergessen hat, wie er aussieht. Sondern wer sich bemüht, das vollkommene Gesetz der Freiheit zu erfüllen und darin verharrt und nicht ein vergesslicher Hörer des Wortes ist, aber eben einer in der Mühsal, einer, der in der Mühsal das Wort in Tat umsetzt, dieser wird selig sein in seinem Wirken, nämlich schon hier auf Erden. Denn wenn einer glaubt, fromm zu sein, aber seiner Zunge keine Bremse, keinen Einhalt gebietet, der belügt sein eigenes Herz und seine Religion ist leer.
Und dann fügt er also hinzu, die wirkliche Religion ist also die Waisen zu besuchen und die trauernden Witwen zu trösten. Und so auch lehrt der heilige Petrus in seinem ersten Brief an die Gläubigen in der gesamten, also damaligen christlichen Welt vertreten, in Pontus, in Galatien, Kappadokien, Asien, Bithynien, die er anspricht, die er auf wunderbare Weise in Jesus Christus grüßt und segnet, zu denen er also als Oberhaupt spricht und mit denen sich er beglückwünscht, dass sie geglaubt haben, ohne Christus gesehen zu haben, dass sie an ihn glauben, ohne ihn gesehen zu haben, ihm auch so dienen. Und das ist ein Brief, der ja auch in ganz besonderer Weise die ganze Christenheit betrifft, denn das sind schon die ersten Christen, die geglaubt haben, die Jesus Christus gefolgt sind, ohne ihn persönlich, physisch gesehen zu haben. Und in diesem Brief fügt er dann hinzu, sie sollen sich dessen bewusst sein, dass ihr nicht, dass ihr vom Lehren, Denken und Handeln, so wie es eure Väter euch beigebracht haben, erlöst wurdet, aber ihr wurdet im kostbaren Blut Christi, des unbefleckten Makellungslammes, erlöst. Das heißt, er will sie damit lehren, dass sie wohl erwägen müssen, um welchen Preis sie erlöst wurden. Und das heißt, das, was in den ignatianischen Exerzitien dann immer eine lange Zeit ein Hauptthema ist, wenn sich der Exerzitant fragt, was habe ich für meinen Erlöser getan? Und das ist eine sehr wichtige Erwägung, denn eben das Urteil, das persönliche Urteil, ist nach unserem Tod sehr streng, weil dann wird es heißen, was habe ich gemüht für dich, um dich zu erlösen, und was hast du gemüht, um deine Glückseligkeit zu erlangen? Wo sind deine Mühen? Wo sind deine Mühen? Hast du nicht die Mühen ununterbrochen umgangen? Hast du nicht bei der ersten und geringsten Mühe schon gemurrt und hast dich zurückgezogen und hast das angenehme Leben gesucht? Wo ist deine Mühe? Das ist also das strenge Urteil, das uns treffen kann, und darum dürfen wir uns nicht der Illusion hingeben, deshalb, weil wir die wenigen auserwählten Traditionalisten sind, die wissen, wo es lang geht, und das stimmt, aber das ist nicht ein Unterpfand ewiger Glückseligkeit. Vergessen wir nicht, dass diese Konzilskirche nicht die katholische Kirche ist, dass Assisi ein Gräuel ist, das gegen das erste Gebot geht, dass dieses ganze Konzil die katholische Tradition, die katholische Lehre, der katholischen Lehre widerspricht, vergessen wir nicht. Das wissen Satan, das wissen die Dämonen, genauso, wenn vielleicht nicht noch besser als wir. Erinnern wir uns doch an das Flugblatt, das seinerzeit beim ersten Assisi-Treffen Erzbischof Lefebvre zeichnen ließ, wo eben Johannes Paul II. Vor der Himmelstür steht und um Einlass bittet, weil er doch der Papst von Assisi ist, und Christus im Bild antwortet, hier gibt es keinen Ökumenismus, und die Teufel aber mit dem Finger zeigend, ja, der Ökumenismus hierher zu uns. Der Teufel weiß das genau. Der Teufel ist ja der Ankläger. Der Teufel ist der schlimmste Ankläger in der Todesstunde. Und diejenigen, die diesen Ökumenismus und die diese Apostasie betrieben haben, und wir wünschen aus ganzem Herzen Ihnen allen, die das getan haben, dass sie sich natürlich bekehrt haben, dass sie das bereut haben, aber der Teufel, so wie jede Sünde, die ein Christenmensch begeht, die hält einem vor am Totenbett und will einen entmutigen, will einen Angst machen, will einen verzweifeln lassen,
weil er dann herkommt und sagt, schau, was du für Sünden gemacht hast und diese Sünde hast du gemacht und diese andere auch noch. Und du glaubst, du wirst gerettet werden. Schäm dich, du hast ja mir gedient, doch nicht dem Herrn, du gehörst mir. Aber genauso ist es für Assisi. Du hast nicht Christus gedient in Assisi, du hast mir gedient, das heißt, du gehörst mir. Ja, also schlimme, furchtbare Realität, die uns aber lehren soll. Wir brauchen uns nichts einzubilden, dass wir diese Sachen wissen. Es weiß der Teufel auch. Wir müssen aber zittern, dass wir, obwohl wir diese Sachen wissen, so wenig oder zu wenig das ewige Leben ersehnen und aus dieser Sehnsucht heraus in die Tat umsetzen, so wie uns der heilige Jakobus befiehlt. Und wir bitten somit ja der Selektion von Maria, diese Gnade zu geben, in der Mühsal, in unserem Wirken, in unserem mühsamen Wirken hier auf Erden, glücklich zu sein, aufgrund der zukünftigen ewigen Glückseligkeit. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen.